Hallo und herzlich willkommen bei Schau dich schlau. Heute geht es bei uns um Peinlichkeiten und wie man sich in kürzester Zeit auf witzige Art und Weise mindestens 100 Begriffe merken kann. Ich würde mir am allerliebsten ganz viele Namen merken, denn am peinlichsten ist mir immer das hier. Man trifft auf ein bekanntes Gesicht. Hallo. Doch der Name ist weg. Und wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Einen schönen Tag noch. Danke ebenfalls, tschüss. Und das ist echt peinlich. Das passiert mir immer wieder. Und damit mich mein Gedächtnis in Zukunft nicht im Stich lässt und mir sowas nicht mehr passiert, sitze ich in der Schule und werde heute lernen, wie es richtig geht, sich nämlich Namen zu Gesichtern zu merken. Und von wem? Von einem echten Gedächtnistrainer. Markus Hofmann ist hier, ich freue mich. Markus, wie merkst du dir 1000 verschiedene Sachen? Hallo Joey. Also ich habe mir verschiedene Techniken angeeignet, mit der ich mir jegliche Art von Information schnell und nachhaltig abspeichern kann. Aber jetzt bin ich mal gespannt, welche Techniken gibt es denn da? Eine oder viele? Es gibt mehrere Techniken und ich werde dir heute ganz speziell so eine Briefkastentechnik werde ich dir zeigen. Oh ja, das ist wichtig. Mein Gedächtnis trainieren. Aber keine Angst, vergessen ist ganz normal. Wir vergessen, um unser Gehirn vor Überlastung zu schützen. Dinge, die nur für einen Moment wichtig sind, gehen ins Kurzzeitgedächtnis. Ins Langzeitgedächtnis gelangen nur Informationen, die sehr oft wiederholt wurden oder die mit einer starken Emotion verbunden sind. Mach mal deine beiden Hände zu zwei Fäusten zusammen. Okay? Ja. Das hier ist ungefähr unser Gehirn. Ja? Größe stimmt ungefähr. Okay. Und zwar deine Fäuste sind ungefähr die Größe von deinem Gehirn und meine Fäuste sind ungefähr die Größe von meinem Gehirn. Ich habe schon verstanden, deins ist größer, aber wir benutzen nur 10% von unserem Gehirn. Ja, wobei es kommt nicht auf die Größe an, sondern das Entscheidende ist eigentlich die Verknüpfung zwischen beiden Gehirnhälften. Aha. Weil unsere linke Gehirnhälfte zuständig ist für die Logik. Linkslogik. Ja. Und die rechte Gehirnhälfte bei dir ist auch zuständig dann für die Fantasie und Kreativität. Ja. Ja, und beides, wenn du miteinander verknüpfen kannst, hast du ein richtig gutes Gedächtnis. Und das ist das Entscheidende. Linke und rechte Gehirnhälfte kommunizieren über eine Brücke, den Corpus callosum, miteinander. Dieser Informationsfluss kann durch gezielte Übungen verbessert werden. Genug Theorie, jetzt kommt die Praxis. Mit diesen Übungen schaffst du es, beide Gehirnhälften miteinander zu synchronisieren. Okay. Okay? Mhm. Und das geht so. Der rechte Arm geht nach oben, nach rechts und nach unten. Der linke Arm geht nur nach oben und nach unten. Und das ist einfach. Aber jetzt, beide Übungen müssen miteinander kombiniert werden. Und zwar schnell, ohne zu überlegen. Gymnastik pur für unser Gehirn. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Die linke Hand wird von der rechten Gehirnhälfte gesteuert, die rechte Hand von der linken. Und wenn die zusammen etwas machen sollen, müssen die miteinander reden. Hat sich das Gehirn an eine Übung gewöhnt, ist sie keine Herausforderung mehr. Also muss eine neue her. Berührt die mit dem linken Daumen den kleinen Finger und mit dem rechten Daumen den Zeigefinger. Ja. Und jetzt versuch, seitenverkehrt die Finger zu berühren. Ja? Wenn man es langsam macht, ist es relativ einfach. Aber je schneller man es macht, umso schwieriger wird es. Ja. Ja? Diese Übungen tunen unser Gehirn, denn sie stimulieren die Verbindung zwischen den Gehirnzellen. Und das fördert die Denkleistung. Jetzt etwas für fortgeschrittene Gehirnakrobaten. Jonglieren. Und hier noch ein paar zusätzliche Tipps, um das Gehirn fit zu halten. Als Rechtshänder zum Beispiel mal links schreiben, das trainiert das Koordinationsvermögen. Oder ein paar Zeilen auf dem Kopf stehend lesen. Das Gehirn muss dabei umschalten und wird aktiv, ebenso wie beim Rückwärtsgehen. Und jetzt gibt's eine Überraschung. Sind wir schon da? Ja, jetzt sind wir da, genau. Was wollen wir denn bei der Post? Ja, bei der Post möchte ich dir nämlich jetzt die Briefkastenmethode zeigen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Aha. Und zwar, wir werden jetzt mentale Briefkästen bei dir im Kopf einrichten, damit du dort deine Informationen ablegen kannst, um sie nachher auch wiederzufinden. Also der erste Briefkasten sind unsere Zehen. Okay. Dann die Knie. Ja. Nummer 2. Ja. Nummer 3 die Oberschenkel. Ja. Nummer 4 dahinter. Popo. Ja, nur der eigene bitte. 5 ist die Taille, aha, die lang wir mit den 5 Fingern haben. 5. Punkt. 6 ist die Brust. Okay. Okay.
7 die Schulter, ja. 8 der Hals, aha. 9 das Gesicht, ja. Und 10 die Haare. Okay. Also nochmal. Bei der Briefkastentechnik legen wir für jeden neuen Begriff eine Stelle am Körper fest. Die einzelnen Körperstellen sind dann meine Briefkästen. Und jetzt müssen sie nur noch mit Informationen gefüllt werden. So. Das ist mein Gedächtnis. Das ist im Prinzip nichts anderes als dein Gedächtnis. Lauter schöne Postfächer, wo Informationen drin liegen. Und jetzt muss man natürlich wissen, wo diese Informationen liegen, damit du auf diese Informationen wieder zugreifen kannst. Ja. Und genauso, das können wir jetzt mit dieser Körperliste machen, dieser ersten Technik, die ich dir gezeigt habe. Da könnten wir jetzt Informationen reinlegen, die du dann ganz schnell wieder abrufen kannst. Was möchtest du denn gerne lernen? Also, die Hauptstädte der Bundesländer habe ich einigermaßen drauf, aber bei dreien bin ich mir nicht immer so sicher. Okay, dann lassen wir uns doch die einfach ablegen, oder? Aber wenn wir 10 Briefkästen haben und 16 Bundesländer, fehlen uns noch 6. Da hast du recht, da brauchen wir nämlich noch 6 Briefkästen. Ja. Und die lege ich an 5 Fingern und am Ellenbogen an. Die erste Hauptstadt, das wird München sein. Jetzt stell dir mal vor, erste Briefkasten war unsere 10. Du badest deine Zehen und deine Füße badest du in so einem Masskrug drin. Ja, da stellst du dich rein. Verknüpft man die Begriffe mit fantasievollen Bildern und Geschichten, gelangen sie einfacher ins Langzeitgedächtnis. Also je ausgefallener das Bild, desto besser merke ich es mir. Für die Stadt? Mainz. Hier auf dem Bauch, das war der 5. Briefkasten, da pflanzt du eine Wiese an. Oh, guck mal, schon grün. Oh ja, genau, die grüne Wiese. Und hier auf deinem Bauchnabel, das ist wie so ein See, da badest du dran. Okay, für Wiesbaden. Wiesbaden, genau. Hier oben auf der Brust, da siehst du die 2 Düsentriebwerke von einem Düsenjet. Düsseldorf. Düsseldorf. Und da oben, das sieht aus wie so ein Kiel von so einem Segelboot. Kiel für die Stadt. Kiel. Genau. Hier auf dem Finger, da habe ich so einen Ring, den drehe ich für Dresden. Okay. Genau. Und die letzte Stadt, da steht auf deinem Ellbogen, da liegt so eine kleine Burg. Ja. Da ist eine Markt drin, in dieser kleinen Burg. Für Magdeburg. Magdeburg, genau. Auch Einkaufslisten kann man sich so merken. Man stelle sich einfach vor, wie Knäckebrot zwischen den Zähnen klemmt, wie man sein Gesicht mit Milch wäscht und mit Karotten die Zähne putzt. Je verrückter, umso besser. So merkt man sich etwas viel schneller und besser, als wenn man es abschreibt oder auswendig lernt. Und so funktioniert unser Gedächtnis. Eine Information wird von uns wahrgenommen, gemerkt und landet zuerst im Kurzzeitgedächtnis. In diesem Fall dem Briefkasten. Um schließlich im Langzeitgedächtnis zu landen, also den vielen Postfächern, muss die Information noch mehrmals wiederholt werden. Oh, wir sind ja schon zurück. Ich habe gerade gelernt, 16 Hauptstädte der 16 Bundesländer an meinem Körper abzuspeichern. Und ich glaube, jetzt habe ich gleich einen Test. Joey, bist du bereit? Ja. Na, dann auf geht's. Los geht's. Okay. Okay. Also du stellst dich jetzt am besten hier hin, mit dem Rücken zur Tafel. Ich werde die aufklappen. Und guck mal, ob die Briefkastentechnik jetzt bei dir funktioniert und wie viel Bundesstädte du dir abgespeichert hast, okay? Mach die mal auf und werde ich dich mal abfragen. Also, wenn es geht in der richtigen Reihenfolge, würde ich es auch kein Problem, okay? Okay? Los geht's. München. Okay. Stuttgart. Mhm. Saarbrücken. Mhm. Mainz. Wiesbaden. Düsseldorf. Hannover. Hamburg. Nein, Bremen. Entschuldigung, Hamburg. Ups, gerade noch die Kurve gekriegt und weiter im Text. Dresden. Erfurt. Magdeburg. Jawohl, perfekt, prima. Hast du prima gemacht, sehr gut, sehr gut. Ja, dank deiner Briefkastentechnik. Ja, super. Kann ich denn jetzt irgendwie zu Hause noch mein Gehirn anders trainieren als mit den 3-4 Übungen? Ja, also du kannst zum Beispiel ein paar Gehirnjogging-Aufgaben täglich machen. Also zum Beispiel Sudoku ist eine ganz gute Möglichkeit. Oder wenn du dich konzentrieren möchtest, reicht es auch aus, wenn du einen Artikel nimmst und dort alle E's unterstreichst von jedem Wort. Mhm. Das ist eine Konzentrationsübung. Oder dass du sagst, du machst ein paar Gehirnjogging-Aufgaben, wie zum Beispiel Peter ist doppelt so alt, wie Maria war, als Peter so alt war, wie Maria jetzt ist. Zusammen sind sie 42 Jahre alt. Wie alt sind Peter und Maria? Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich muss raus aus der Nummer.
Fero, willst du nicht mal kurz weitermachen? Wie war's bei dir überhaupt? Ich glaube, ich brauche hier noch ein bisschen.